In diesem Video werde ich wieder Gespräch aufnehmen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei Firma QRS, so gehen Sachen. Ich heiße Akin Hasan Altintas und heute geht's um das Thema Gespräch um 12:25 Uhr. 13. Oktober 2019 und die Menschen da sitzen einfach wieder und haben schon wieder Masken auf. Ja, die haben Masken auf. Guckt jetzt mich an, wenn ich Maske anziehe. Bis gleich. Heute guckt so jetzt schon wieder diese Menschen, die haben wieder Maske auf, weil die denken, weil die sagen, die sind Ärzte, deswegen dürfen, weil die Maske nicht, die haben Maske wegen Dings, die haben Masken, weil die Arzt sind, die haben keinen Bock, die Maske abzunehmen. Ich sage einfach nichts. Also jetzt haben wir haben jetzt 13. Oktober 2019. Und ich habe keine Maske, weil wir 13. Oktober 2019 haben und am 15. November 2019, da werden wieder Menschen mit Arztmasken, Schutzmasken wie diese reinkommen, in mein Schulklassenzimmer reinkommen. Für mich ist es doch scheißegal, ob die Maske haben oder nicht. Ich würde sagen, los geht's jetzt mit dem Gespräch. Die warten schon. So, meine Herrschaften, willkommen in mein Klassenzimmer. Wofür habe ich diese Maske angezogen? Wir haben 13. Oktober 2019 und jetzt? Ich könnte doch mal erklären. Jetzt möchte ich nichts mehr von Ihnen hören, ja? Haben Sie mich verstanden? Heute will ich nichts mehr hören. Sie dürfen nur antworten, aber ich will nicht, dass ich gestört werde. Sonst schreibe ich irgendwas Falsches. So, in Mathe, 34-35, da hat sie leider 5 minus, ihre Tochter, es tut mir leid. Gut. Bei 60 mal 3, hat sie gesagt, 30, das stimmt nicht, dann 80, da hatte sie 6 plus 5. 2 3 hat sie eine 1 plus geschafft. Der hat doch so schlechte Note, hm? Aphrodite, nochmal, wenn ich die richtig umbringen darf. Es wird niemand umgebracht! Englisch, das ist 2 minus, also wirklich gut. Immer noch bei minus 4. Geht hatte sie leider 6. Deutsch.
zuletzt. Das war sehr gut. Aufgepasst. So. Mein Termin ist noch nicht fertig. Wo gehst du hin? Wenn du Maske auf hast und ich habe keine Maske, weil wir 2019 haben, dann werde ich empfehlen über die Nase. Hi! Was hast du zu tun? Ach, vor dir, den nicht dein Ernst, oder? Du hast auch Maske auf. Warum? Ich will nicht, dass meine Eltern mich anstecken. Da trag die Maske über die Nase, wenn du Maske auf hast. Warum haben Sie keine Maske auf? 2019 haben wir? Warum? Bin ich ein Arzt oder was? Gut, U3 sind Sie in meine Klassenzimmer. Verstanden? Gut. 15. November 2019. 9:03 Uhr. Ich bin still. Hallöchen. Oh, Sie sind gut. Genau. Gut. Jetzt haben wir den Glück erreicht. Das heißt. Vor dir, wenn du die Maske jetzt nicht ab, wenn du die Maske immer noch nicht abmachen willst, dann sage ich einfach, dann würde ich empfehlen, wenn du keine Maske trägst, ne, dann wirf sie sofort in Müll, weil ich will nicht immer, ich will keine Maske sehen. Und am 28. April werde ich auch keine Maske empfehlen. Aber was passiert, wenn dort Virus in Deutschland ist und dann, was für Virus, Alter? Ich meine, ich will auch in dieser NATO keine Masken sehen. Um 8:15 Uhr. 28. April 2020. Lehrer, wir sind jetzt haben wir Maskenpflicht, ja, Coronavirus haben wir jetzt. Setzen Sie sich bitte hin. Ich tue die Maske auf. Meine Herrschaften, wir müssen alle die Maske mit der Nase tragen, genau.
Dann gehen wir zurück. 15. November 2019. Herr Lehrer, warum haben Sie schon wieder keine Maske auf? 2019! Mach mich jetzt nicht böse hier, ja? So. Ja, hallo? Ja, ich bin in der Schule und was jetzt? Hören wir mal zu, ja? In 2019 haben wir und nicht 2020. 2020 kommt bald. Aber wir haben 2019 und keine Maskenpflicht, ja? Nein, ich habe gesagt, keine Maskenpflicht. Komm in die Schule, da wirst du sehen. Maske ab, aber ganz flott. Okay, sehr gut. Maske in den Müll, aber sofort. Du kannst auch freundlich sagen. Sei nicht so frech und setz dich hin. So. So. Wenn ich dir sage, es ist keine Maskenpflicht, dann ist es auch nicht, okay? Ich habe nur verstanden. Das will ich auch hoffen.
Was hast du gestern gemacht? Um 19.30 Uhr habe ich mit der U-Bahn gefahren. Ohne Maske. Das ist 19 minus 2. Das ist 18. Das ist 17. Ja. Plus 20 plus 2, 32. Falsch, du Spast. Ich meine 22. Ja. Was bist du? 23. Und du? 47. Ich bin schon 47, ich wollte bald. Im 1. Januar 2020 werde ich 48. Blablabla. Was sagst du jetzt? Nichts, warum? Thank you.
Freunde, das war's also mit dem Unterhaltung. Aber eine Sache. Abonniert jetzt diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich würde sagen, tschüss.